Ja, hallo zusammen. Heute geht es um ein Let's Play oder auch gesagt Live-Commentary im Spiel Mario Sunshine. Und zwar heute mit Latios. Ja, hi Latios. Hallo Xeto, ich freue mich richtig, dieses Let's Play mit dir zu starten, das sich da nennt Super Mario Sunshine. Ja, Mann. Dann, ja, hast du die Option auch schon durchgenommen? Noch nicht, das kann ich ja jetzt noch vor Ort machen. Ich Gut. werde die Sprache umstellen. Ja, natürlich eine Sch Speicherstand starten. Spiel erstellt. Super. So, dann gehen wir jetzt Bereit? erstmal auf Optionen. Ich werde mir noch die Sprache umstellen, wenn es in Ordnung ist. Jo. Ich denke mal, dass dann Spanisch vollkommen in Ordnung ist, obwohl ich mache jetzt auch mehr Englisch. Dann passt es Nee, besser ja, Spanisch. okay. Wenn es für dich in Ordnung ist, also. Ja, mir ist das egal, also ich spiele das auf Englisch. Okidoki. So. Dann wollen wir mit Speicherstand A starten. Und los geht's. Los geht's. Ja, Mann. Der Flieger. Oh, ey, guck dir mal diesen Flugplatz an. Richtig alles verschmiert. Wir können Mario und Peach. Oh, Mario ist verliebt. Mann. Bruchlandung. Aber sie sind angekommen. Oh Gott. Oh, was ist hier denn? Ich will nicht wissen, wie viel Grad dieses Ding ist. Richtig heiß. What's this icky paint like? It's moving. Now, now, boys, don't touch that stuff. Peach scheint besorgt zu sein. Erst habe ich gar nicht gewusst, wer das ist, ne? Ich habe immer so gedacht, das wäre Luigi oder so. Dieser Typ. Ja, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, also ich habe wirklich gedacht, wer ist das? Wirklich? Okay. Ja. Mir wird sowieso, vielleicht der ein oder andere Charakter dieses Spiels unbekannt sein, weil ich kenn's noch nicht. Ich hab's nur in Let's Plays mal gesehen oder sonst irgendwo von einem Kumpel, der das mal gespielt hat, aber selbst so wirklich kennen tue ich das Spiel nicht. Okay. Bald wirst du es ja auch wissen. Good. Okay, dann würde ich mal sagen, holen wir uns erstmal Mario, direkt weg. I have a bad feeling about this. Okay. So, machen wir uns erstmal mit der Steuerung hier mal bekannt. Also mit diesem Analogstick hier lenkt man. Hier lenkt man die Kamera mit dem gelben Stick. Mit den Pfeiltasten kann man jetzt durchaus nichts Besonderes machen. So, mit der grünen Taste kann man springen. Mit der roten kann man angreifen oder ne, greifen, keine Ahnung. Kann man Kameraperspektive machen mit R und L hier oben nichts. Und hier macht man die Karte auf. Ah, okay. Wie genau greift man jetzt an? So, was du jetzt zuerst tun musst, ist natürlich diesen Dreck wegzufinden, also die Wasserspritze. Die findest du bei hier beim Wassertank. Okay, aber wie kann man denn angreifen? Angreifen kannst du. Ja, angreifen kann man nicht so richtig sagen. Also dafür brauchst du die Wasserspritze, weil du greifst ja eigentlich mit Wasserattacken an. Ach so. Ja gut, okay, dann gehen wir zum Wassertank und holen uns erstmal diese Wasserpistole. Okay, also ich gehe da jetzt auch hin. Oh, ein interessantes Maschinenbild. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Good Science Incorporated. Ach, weiter zu lesen macht ja nichts. Die Zuschauer werden das ja mitlesen können. Guck mal, oben links alles auf Japanisch hier. Ich glaube. I am Flood. A Flash, die Kurzhaut hat erfurt. Ein wunderschöner Name, muss man sagen. Das ist richtig komisch. Use the attribute from my tank. Tank Water. Also, ich guck mir das jetzt an. Wann muss ich das angucken? Ja, schade. Also später kriegst du auch mit der Zeit noch zwei andere Düsen. Die Rakete und dann die Turbodüse. Aber mehr will ich da jetzt auch nichts zu sagen. Ah, vielleicht finde ich ja einiges auf selben Spiel heraus, aber die erste Steuerung ist immer die wichtigste. Das ist aber genial. Das unterscheidet wirklich die anderen Mario-Spiele eigentlich komplett, weil das ist wirklich. So. Jetzt hoffe ich, weißt du auch, was zu tun ist. Jo. Das M muss ich weg. Langsam müssen wir Wasser spritzen.
Okay, das ist aber cool. Wow. Das ist mal richtig, aber ich spritze. Ich spritze die anderen Figuren noch. Alter, das ist nicht lustig, das Spiel. Das ist wirklich gut. Zumindest hier der Anfang. Das ist wirklich cool. Nein! Also soll ich mal so was erzählen? Und zwar, ja, ich habe das ja früher in der Grundschule gespielt mit Kumpel. Und dann, hatten wir so einen Streit gehabt in der Schule. Bin ich nach Hause gegangen, habe ich mal Sunshine gespielt. Komme ich auf einmal so ein Level weiter, ne? Dann das nächste Level. Das habe ich gar nicht gecheckt. Was mache ich? Ich gehe zu meiner Mutter, sag, die soll in der Schule anrufen und meinen Kumpel nach Hause holen. Und dann haben wir das Level zusammen durchgemacht. Oh, lol. Richtig lol, ja. Hast du geschafft? Pflanzen ich müssen. Muss ich die ganze Zeit Wasser gegen die spritzen? Ja. Boah, die hält aber ganz schön was aus, ey, mein lieber Gott. Es wird aber noch schwieriger. Ich habe mir immer so viele Versionen hier so im Kopf durchgehen lassen, ne? So, ich habe so immer so gedacht, was, kann man da hoch, kann man da hin, was passiert danach und so. Mhm. Habe ich mir immer dann so vorgestellt und so, weil, keine Ahnung, das war wirklich mein erstes Spiel, ne? Und da denkst du ja wirklich viel bei. Ich höre, bist du noch beim Monster? Ja. Ich frag mich nur, da hinten kann man auch irgendwo hoch, aber bringt jetzt nicht viel. Ich glaube, jetzt habe ich es erst. Jetzt habe ich es. Ja? Ja, zum Glück. War doch schwerer, als ich dachte. Aller Anfang ist schwer. Eine Insigne! Schön. Ja, die sagen mir was. Kenn ich aus Mario Kart, der ist noch. Shine! Und der Mario freut sich natürlich. Sehr schön. Speichern. Und fortsetzen. Natürlich. Wir haben ja gerade erst begonnen. Nice work, Mario. Glad to meet you. So, jetzt wirst du die Hauptgeschichte erfahren. Ja, also gut lesen, also wenn du das wirklich verstehen willst, was jetzt so vor sich geht, so. Im Schweigen werde ich lesen. Court is now in session. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and yes, endangering our very way of life. Indeed. How can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents beneath the veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Shall not be allowed to leave. Court adjourned. Tja. Appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate. But the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled.
There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. So, jetzt geht's erst richtig los. Ich schätze ein bisschen heuler zu sein als ich. Bei mir hat gerade dieser Wasserspritze noch zu Ende gesprochen. Aha. Also die Erklärung muss ich nicht noch einmal hören. Watching you, Paul. You know if you start slacking off. Delfino Plaza. Delfino Plaza. Go! So sind wir heute angefangen. Ach du meine Güte, das sieht aus wie ein großer Schokofleck. das hab ich auch immer erst gedacht. Ohne Spaß. Und das sieht wirklich so von oben aus wie so, naja, wie soll ich sagen, wie so eine Foto oder so. Ja. Ja, dann fangen wir mal an, erstmal hier sauber zu machen. Wasch Express. Vor allem der Soundtrack hier, das geht. Sieht der zu Mario Kart, wie sieht das gar nicht ähnlich aus, finde ich. Nicht wirklich. Jetzt muss man hier den Typen sauber machen. Dass ich hier sauber mache, ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich hasse sauber machen. Ja gut, das ist ja unser Glaubwürdigkeit. So, dann hätten wir jetzt eigentlich alles sauber gemacht. Noch ein bisschen. Dann fangen wir mal an. Du hast den großen Schokofleck schon weg. Ja. Okay, wenn wir noch nicht ganz. Ah, ich sehe noch, Toad ist noch dreckig. Okay. So, was passiert jetzt? Ah, ich sehe, du bist. Achso, okay. Wie oft musst du noch? Was? Dann gibt's deine Leben. Ich sage bei den Kindern. Drei, ich glaube zweimal habe ich den. Also bei mir ist es schon, dass jetzt diese Morgana auftaucht von Mario und die Peach dann von nebenan gekippt wird. Aufgabe: den Täter fangen. Kidnapping, stop the criminal in his tracks with some water. Ob ich den irgendwie austricksen kann. Tja. Ich muss Wasser auffüllen. Toll. Echt? Mhm. Ja. Okay. Kann ich noch Wasser auffüllen? Im Wasser? Im Wasser gibt's ja mehr als genug hier. Und wie? Mario, spring aus dem Wasser, hallo. Oh Mann. Nicht rausspringen. Wie zum Teufel springst du aus dem Wasser? Mit A, also mach am besten so, du springst und dann setzt du die Schwebedesign. Oh, 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 not fair. Completely unfair. You shouldn't be allowed to use tools like that. Okay.
Ich werde dann. Ich glaube, ich werde Probleme kriegen mit dem Spiel hier. Wirklich? Weil ich mit der Steuerung am Anfang so viele Probleme aufweise. Wo bist du denn? Bist du immer noch bei dem? Ja. Okay. Also ich werde dann jetzt hier warten. Was kann man denn noch in der Zwischenzeit machen? Gucken wir mal hier. Hinter dem Gefängnis. Ein offenes Gefängnis, richtig logisch. So, jetzt ist es geschafft. Ja, hast du geschafft? Zum Glück, ey. Mann, Mann, Mann. Machen wir ein kleines Wettrennen. Das war ein bisschen leichter. Oh, Ganas Mario. Oh, Roto. Gut. Ist nochmal umgekehrt. Schwarze Kreuz wegmachen. Ja, wieso geht das nicht weg? Oh Mann. Wieso geht das nicht weg? Ist das ein Gamefehler? Ich dachte schon. So, jetzt aber. So. Jetzt eben schnell die andere Münze holen. Ah, da ist der Typ. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin immer noch hinter diesem Mario her. Okay. Ich mache hier auch noch sauber nebenbei. Sozialjob. Achso, da dieser blaue Vogel gibt uns auch gleich noch eine blaue Münze, wie ich das so sehe. Ja, gut noch, junger verdammter Kerl. Mist. Weiter. Ach, du musst den Typen abknallen mit Wasser. Ja klar. Lol. Und ich mach die ganze Zeit hier die Unordnung sauber. Das hat doch der Dreck weggesagt, oder hast du das nicht gelesen? Wirklich. Oh, wow, das ist... So, speichern. Machen wir später. Was dann kümmere ich mich jetzt um den Dreck gar nicht. Ja, der Dreck ist unwichtig erstmal. Ja, ja. Wir wollen ja weit kommen. Boah. Jetzt klappt der Typ nicht an. So. Bleib stehen! Oh, 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 so, jetzt geht's schnell zur Statue. Schnell zur Statue? Ja. Schnell zur Statue. Also du musst ihn eigentlich, also wenn er da hinten stehen bleibt, dann musst du nochmal kurz zu dem hin. Oh, eine blaue Münze. Wo hast du die gefunden? An dem Kreuz von der Statue. Ah. So, sag, wenn du bereit bist, reinzuspringen in das Geschmiere. Okay, die blaue Münze, wo ist die denn jetzt eigentlich? Ach, kümmere dich erstmal nicht drum. Okay. Dann gehe ich jetzt rein. Okay. Hier beginnt jetzt Level 1. Gehst du mal da rein, Mario? Du musst das mit Wasser spritzen. Och, lol. Das ist doch alles kacke. Hat Dreckig aber auch gesagt. So. Also hier ist so ein Bug, da kannst du direkt Level 2 machen. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ein Level nach dem anderen. Ja, wollte ich gerade sagen, wir machen eigentlich jetzt einfach Level 1. Ab zur großen Windmühle.
Oh, lol. Das kann man jetzt da. Kompletter Dreck wegmachen oder einfach nur die Mission befolgen? Nur die Mission. Das geht alles am Ende selber weg. So. Okay. Und Münzen, die ersten Münzen. Schön. Aber ich muss sagen, die Stadt an sich gefällt mir wirklich. Also hier würde ich gerne Urlaub machen. Was ist die Frage ja beantwortet? Das macht der Mario automatisch. Also hier wirst du diese Schleimdinger zum letzten Mal sehen. Also das ist jetzt der letzte. Naja, nicht wirklich. Ich meine, in Pizzale Delfino kommen gleich nochmal ein paar. Aber danach ist es vorbei. Jetzt geht das nicht. Autsch. So. So, gucken wir mal, wo die große Windmühle ist. Einfach den Pfeilen folgt, gehe ich mir davon aus. Genau. Ja. Jetzt geht's hier hoch, denke ich mal. Ja. Nein, Mario so nicht. Super Mario 64 Zeiten sind vorbei. Mario Sunshine ist. So, da hinten gibt's auch nichts zu entdecken. You got the blue coins. Okay. Continue. Juhu, das war Zufall, dass ich die Mütze gefunden habe. Ja, die große Windmühle. Hier kann man auch nicht viel machen. Dann Sturzflug! Ah, Körper. Hast du schon gefunden, oder? Nö. Warte mal, ob wir jetzt hier noch ein paar blaue Münzen sammeln. Okay, dann machen wir auch hier ein bisschen Tricksen. Okay, hier noch ein Hochfall aus irgendeinem unerklärlichen Grund für den Grund gefallen. Also hier sind wirklich sehr viele Bugs, wo du denkst, so lol, das habe ich doch gar nicht gemacht, oder wie kann das sein? Wärst du bestimmt noch... Schon mal den Pfeilen folgen, aber hier ist kein Pfeil mehr. Ich hoffe, wenn ich jetzt rechts gehe, über das Pfeil, bin ich richtig. So, jetzt müssen wir hier rein. Und dasselbe gleich nochmal umgekehrt. Aber erst müssen wir hier wieder rauskommen. Autsch. Ich schaue mich einfach mal noch um. Okay. Aber denk dran, ne? Wir können begrenzte Zeiten aufnehmen. Das weiß ich. Wieso klappt das jetzt hier nicht? Gefällt mir gar nicht hier. So. und wie gesagt, bei 10 blauen Münzen kannst du es gegen eine Insignie in der Sonne eintauschen. Naja, eins nach den anderen. Ne, ich wollte es nur so etwas sagen. Ich glaube, um die Hauptmission will ich mich zuerst kümmern, bevor ich mich dann halt um diese Nebenlichkeiten mit den Siegenden kümmere. Okay. Ein Mitmühle! Alter, das Spiel ist ja wirklich komplett verbrannt. Man kann ja durch die Bretter springen. Ja. Krasse Sache. Mario, ich bin richtig, danke. Da. Große Windmühle. Wo zum Henker soll die sein? Bin ich jetzt komplett blind oder was? Warst du schon beim, wie soll ich das nennen? Riesenrad, in Anführungszeichen. Da bin ich hochgeklettert, ja. Ja, dann siehst du doch, ja, dann bist du doch eigentlich schon da. Bei dem Pfad, wo das Ganze, wo der ganze Schleim liegt. Ich sehe auch gerade, ich bin auf die falsche Seite gesprungen. Hallo. Ich muss ja also praktisch das Riesenrad gar nicht hochklettern, sondern einfach. Oh, lol. Auf die andere Seite. Aha! Hast du? Oh, jetzt ist der ganze Dreck da. Was ist denn? Hilfe. Und so. Der ganze Dreck ist jetzt weg, oder? Ah. Blaue Münzen jagt. Oh.
Spritzi, Spritzi. Okay. Achso, da ist die ja. Oh Mann. Alle Anfang ist echt schwer. Also das ist wirklich ein Fail. Also ich habe wirklich auch lange dafür gebraucht, mich dran zu gewöhnen und so, weil für mich war ja eh alles neu. GCN, das Spiel, generell Videogames und so. GameCube-Spiele sind für mich wirklich eine sehr, sehr große Neuheit. Und die Konsole gibt schon eine gute Zeit und das mag wohl schon was heißen. So, Wasser aufladen. Ich denke mal, viel. Aua! So, blaue Mützen gibt es, glaube ich, jetzt erstmal hier nicht mehr. Gucken, was bei den Glocken oben zu holen gibt. Nur mal das ganze, den ganzen Dreck weg, ich muss doch einfach nur weiterlaufen. Ich glaube, da oben gibt es noch was, aber sicher bin ich. Da ist die große Windmühle, ich habe die gar nicht gesehen von der Ferne. Friss Wasser! Okay, da oben ist nichts. Dann gehen wir zurück zur Stelle, weil ich jetzt gerade erfahren habe, dass Shadow die Mission bald beendet. Ja, na endlich, ne? Will man sagen. In der Tat. Ja, Mann. Ah, jetzt ist die Pflanze weg. Ja, das muss hier wirklich so eine Übersicht haben, die ich bei weitem nicht hatte. So ist es. Oh, da ist die nächste Insigne. Nummer 2! Level 1, nach 10 Minuten geschafft. Naja, wenn es wirklich 10 Minuten waren, ne? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist die halbe Stunde jetzt schon um, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Machen wir noch eben Level 2. Boah, würde ich sagen. Und dann... Also springen wir ein zweites Mal dort rein. Genau. Gut. Rein, Mario. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Down with PTP Run. Blanco Hills. Down with PTP Run, ja. PTP Rania. Piranha. Ich denke mal, was das heißen soll, könnte eigentlich keine Schwierigkeit sein. Also. Da, wo die schöne Pflanze ist. Genau. Auf geht's. Ah, da oben auf der Spitze der Windmühle. Da wo wir mal ran müssten, müssen wir jetzt. Also hoffentlich geht das schneller. Das wird es. Go Mario, down! Ah, so ein bisschen Zeit gespart. Natürlich gibt es hier einen kleinen Trick, wie man da hochkommt. Und ich gehe mal davon aus, dass du diesen Trick kennst. Ich kenne ihn nicht und deswegen werde ich versuchen, mit eigenen Mitteln dort hochzukommen. Okay, ja, das wäre ja auch ein bisschen dann langweilig, wenn ich dir alles vorher verraten würde. Also ich habe das auch irgendwann, keine Ahnung. Ich habe vorhin auch einen voll falschen Weg genommen, deswegen wusste ich auch erst gar nicht, wie man zu Windmühle kommt. Mhm. Jetzt habe ich den schnelleren Weg gefunden. So. Mario, sauber machen. Zumindest bis zu dem Windmühle. So, hier ist noch eine blaue Münze. Sag mal, wie spricht man das eigentlich aus? Ein M mit zwei Pünktchen oben. Ein M mit zwei Pünktchen? Ja, das ist das Logo von Schatten Mario. Oh Gott, weiß ich gar nicht. Das ist voll komisch, ein M mit Pünktchen, so wie Ä, Ü oder Ö. Das ist richtig komisch. Mäu. Lol. Ah, keine Ahnung. Wir nennen ihn einfach so, wie wir wollen. PTP Piranha. Ich bin auch gleich oben. Boah. Alter, ich bin jetzt auf den höchsten Punkt. Der Herr allen Schmutzes. Wow. Boah. Diese Windmühle ist aber ganz schön weit oben. Mein lieber Scholli. Bis zur Spitze haben wir es aber nicht mehr weit. Flo hat mich nämlich gefragt, wie PT Piranha überhaupt da hochgekommen sei. Ja, ist doch so. Ah ja, stimmt, die kann ja fliegen. Was fällt denn das auf wieder ein? Achso. Ist auch das Rätsel gelöst, wie ich da hochkomme. Und ich kann nämlich die Kamera. Genau. Wo bist du? Hoch! Bist du Shadow? Ich bin? Ja. Auf dem Weg. Um genau zu sein, wo? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon relativ weit an der Spitze bin oder noch nicht. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Toll, ich komme dann an diesem Dorn vorbei.
mit Dreck weg. Schwebedüse. Durchschweben? Nein. Oh, das war knapp. Vorbeischweben. Einfach außen rum. Autsch. Tatsächlich. Man kann es so leicht haben. Genau. Und jetzt einmal hoch und dann sind wir an der Spitze. So ist das auch. Haben wir es ja gleich geschafft. So, zwei, fast erfolgreich. Das ging wirklich schneller, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Mario, dann würde ich mal sagen, spring ab! So, du bist jetzt Hallo. Bei Piti Piranha. Ich bin bei Piti, ja. Ich auch. Oh, ist doch flammig. Auch genannt die Kotzblume. Oh, oh. Die Windmühle, sie bricht ein! Und natürlich fällt diese riesen fette Pflanze darunter. Und war klar, wir müssen natürlich gegen sie kämpfen. Nimm dich in Acht, ne? Es kann richtig unangenehm werden. Deshalb würde ich alles sauber machen. Dann machen wir doch alles sauber. Kein Problem. Dafür haben wir ja unser Maschinchen, ne? Geht gleich. So, und sobald die versucht, sich zu übergeben, muss sie mit Wasser verspritzen und am Ende mit einer Stampfattacke siegen. Und die Stampfattacke geht wie? A plus L. A plus R. L. L, okay. A plus L, oh. Also A und dann L. Nicht beides gleichzeitig. Lololololol. Beinahe hätte ich zugelassen. Drück doch L! Jawohl. Einmal. Boah, bis man mal hier wirklich wieder hoch und dann eine Stampfattacke ausfüllen kann, mein lieber Gott. Und das ist krass, wie man hier Wasser auffüllen kann. Das Wasser ist ja direkt bei der PTA. Jupp. Kranke Scheiße. So, fress was. Schön gesund. Ah, schmeckt das nicht gut, Petey? Und BAM! Zweimal. Jetzt läuft's doch gut. Langsam kriegen wir den Dreh der Steuerung raus. So, jetzt gebe ich dir den Gnadenstoß. Jetzt bin ich weiter drin. So. Der dritte Treffer. Und das war's mit Petey. Bei mir ist es auch so. So, erstmal hier sauber machen. Supi. Und die dritte Insigne ist da. Fantastisch. So, Lazis, dann würde ich auch sagen, good games fürs Erste. Ja, das sage ich auch. Die dritte Insigne ist eingesammelt. Und ja, damit haben wir den Start mehr oder weniger. Bei dir lief es wahrscheinlich besser als bei mir. Das kommt alles noch. Also, safe, quit fürs Erste. Das nächste Mal werden wir Porto de Oro freischalten und Player Desert. Ja, bis zum nächsten und Fortsetzung folgt. Genau, macht's gut.